Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heftige Regenfälle und Tauwetter haben weiten Teilen Deutschlands eine neue Hochwasserwelle beschert. Nur 4 Monate nach der Jahrhundertflut sind Flüsse und Bäche vielerorts wieder stark angeschwollen oder über die Ufer getreten. Mit den Wassermassen zu kämpfen haben die Menschen im Osten an Saale und Unstrut, landunter heißt es aber auch weiter westlich, an Main, Mosel und Rhein. Für die Koblenzer geht es wieder los. Die Stege stehen schon. Das Wasser kommt, fast wie jedes Jahr. Doch diesmal ist es anders. Moselaufwärts schwappte das Wasser schon in der Nacht und am frühen Morgen über die Schutzmauern und stieg rasant an. Binnen weniger Stunden standen einige Häuser bis zum ersten Obergeschoss im Wasser. Ich bin hier dem Ort groß geworden. Ich bin 45 Jahre alt. 93, also war bis jetzt das größte Hochwasser, was ich hier erlebt habe. Aber was hier gestern Abend gekommen ist, war noch nie da. Zwischen Trier und Koblenz sind zahlreiche Landes- und Bundesstraßen gesperrt, die Schifffahrt ist eingestellt. An einem Zufluss der Mosel rissen die Wassermassen einen 71-jährigen Mann in seinem Auto mit. Taucher mussten die Suche nach dem Vermissten unterbrechen. Es sind die kleinen Seitenflüsse, die die Mosel durch reichlich Wasser so schnell haben anschwellen lassen. Der vollgesogene Boden nimmt kein Oberflächenwasser mehr auf. Am Zusammenfluss von Rhein und Mosel rechneten Experten zunächst mit einem neuen Rekordhochwasser, wenn der Scheitel der Welle morgen Koblenz erreicht. Im Laufe des Tages korrigierten die Meldezentren und die Feuerwehr ihre Prognosen jedoch nach unten. Zwar könnte der Höchststand 2003 etwa 1 Meter unter der Marke von vor 10 Jahren bleiben, aber auch das reicht, um einige Stadtteile unter Wasser zu setzen. Während im Raum Trier die Moselpegel mit 2 Zentimetern pro Stunde fallen, hoffen die Menschen am Rhein, dass ihnen das Schlimmste erspart bleibt und dass der Regen endlich aufhört. Mit Bangen warten die Donndorfer auf die Nacht. Immer noch werden Sandsäcke gefüllt, um den Damm zu stabilisieren. Es soll hier in Thüringen noch weiter regnen. Ob der aufgeweichte Deich hält, kann keiner sagen. 1500 Helfer und Anwohner sicherten bereits die letzten 24 Stunden die Dammkrone. Die Aufnahmekapazität der Bäche und Gräben ist erschöpft. Wie hier, entlang von Werra und Unstrut stiegen die Pegel in Thüringen bedrohlich in der letzten Nacht. Bis zu 45 Liter Regen fielen pro Quadratmeter. Die Behörden mussten auch in Bad Salzungen die höchste Alarmstufe ausrufen. Die Lage hat sich in weiten Teilen Thüringens nur leicht entspannt. Die Böden sind noch gefroren und können so die Wassermassen nicht aufnehmen. Gerade da, wo Flüsse wie hier Unstrut und Saale zusammenfließen, stehen Häuser unter Wasser. Schon seit Silvester steht bei vielen Bewohnern das Wasser im Keller. Aber nun sind auch die Ortschaften zusehends vom Wasser eingeschlossen. Das zweite Mal binnen 5 Monaten traf es Schönebeck bei Magdeburg. Die Elbstadt war auch schon von der Jahrhundertflut betroffen. Nun machen sich die Bewohner wieder Sorgen um Hab und Gut. Denn die Meteorologen sagen für die kommende Nacht wieder starke Regenfälle voraus. Damit kann sich die Situation in Sachsen-Anhalt noch weiter verschärfen. Zur Lage im bayerischen Bad Kissingen, wo die fränkische Saale über die Ufer getreten ist, jetzt live Klaus Hanisch. Noch immer gibt es keine Entwarnung hier in Bad Kissingen. Im Gegenteil, die Lage bleibt angespannt. Der Pegel der fränkischen Saale steht im Augenblick bei etwa 4,70 Meter. Er stagniert. Normalerweise ist die fränkische Saale aber nicht höher als 1,90 Meter. Das zeigt, wie dramatisch der Tag heute in Bad Kissingen gewesen ist. Besonders betroffen vom Hochwasser sind die Kuranlagen der Stadt. Das Kapital hier, von dem man lebt, von dem man zehrt. Immer wieder wurden hier Wassermassen gesichtet. Sie sind eingeflossen in die Keller. Die Kuranlagen wurden in den letzten Wochen erst saniert für rund 35 Millionen Euro. Man muss sehen, was das Hochwasser für Schäden hier angerichtet hat. Auch die Innenstadt war bedroht. Immer wieder hat man versucht, dass die Fluten nicht weiter vordringen können. Ebenso war ein Krankenhaus, das an die fränkische Saale angrenzt, von der Evakuierung bedroht. Es ist aber bisher jedenfalls nichts weiteres passiert. Jetzt hat es wieder angefangen zu regnen. Und das ist genau das, was die Stadt überhaupt nicht gebrauchen kann. Hier spricht man bereits vom schlimmsten Hochwasser seit 1909. Und damit zurück nach Hamburg. Das Wetterchaos in Deutschland perfekt gemacht hatte ein heftiger Sturm, der vergangene Nacht mit Orkanböen über die Bundesländer im Süden hinweg tobte. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Vielfach blockierten entwurzelte Bäume, Straßen und Bahngleise. Die Versicherer sprechen von Schäden in 3-stelliger Millionenhöhe.
Schwere Verwüstungen hinterließ der Orkan auf dem Feldberg bei Freiburg. Böen mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern in der Stunde knickten Bäume um wie Streichhölzer. Mit Treckern und Kränen versuchten Waldarbeiter, die gröbsten Schäden zu beseitigen. Auf der Theresienwiese in München zerfetzte der Sturm das größte Zelt des Tollwood-Festivals. Verletzt wurde niemand. In der Silvesternacht waren noch 10.000 Menschen zu dem Kulturfestival in die Zelte gekommen. Zu dem extremen Wetter in Deutschland bringt das Erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Schwere Unwetter machen den Menschen aber auch in anderen Ländern Europas zu schaffen. Rund um die Alpen tobten schwere Stürme. Im Osten legte ein heftiger Windeinbruch den Verkehr lahm. Gleich mehrere Staaten melden nach tagelangem Dauerregen Überschwemmungen, so Tschechien, Belgien und Frankreich. Dramatisch ist die Lage auch auf den britischen Inseln. In Großbritannien, wie hier in Kent, versinken ganze Städte in den Fluten. Nach tagelangen Regenfällen mussten hunderte Familien ihre Häuser verlassen. Viele Flüsse sind bereits über die Ufer getreten. Ein Angler wurde von den Wassermassen mitgerissen und ertrank. Rettungsversuche scheiterten. Erst vor 2 Jahren hatte eine verheerende Hochwasserkatastrophe landesweit Schäden in Milliardenhöhe verursacht. 10.000 Häuser wurden überflutet. Schwere Überschwemmungen auch in Portugal. Im Norden und in der Mitte des Landes stehen nach heftigen Unwettern viele Dörfer unter Wasser. Zahlreiche Straßen sind unpassierbar. Der Pegelstand des Flusses Douro ist stark angestiegen. Die Wassermassen bedrohen nun die tiefer gelegenen Viertel von Porto, der zweitgrößten Stadt des Landes. Portugal wird seit fast 2 Wochen von schweren Regenfällen und Stürmen heimgesucht. In die Schlichtungsverhandlungen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst kommt anscheinend Bewegung. Arbeitgeber und Gewerkschafter sprachen heute in Bremen von konstruktiven Bemühungen, einen Kompromiss zu finden. Allerdings sei über konkrete Zahlen noch nicht gesprochen worden. Schlichter Koschnick erklärte, aller Voraussicht nach werde man noch das ganze Wochenende verhandeln. Frost in Bremen, aber kein Grund, von einer Eiszeit bei den Schlichtungsverhandlungen zu sprechen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes gibt es offenbar erste Annäherungen. Schlichter Hans Koschnick ist zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird. Heute traf er zunächst getrennt mit den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Und vielleicht wird am Sonntagmorgen die Bereitschaft sein, entweder die Kuh auf dem Eise einfrieren zu lassen oder sie aus den Trümmern zu retten. Ich gehe davon aus, am Sonntag wird es soweit sein. Die 20-köpfige Schlichtungskommission verhandelt abgeschirmt von der Öffentlichkeit. In den nächsten Stunden wollen die Schlichter ihren Vorschlag festzurren und morgen den Verhandlungspartnern vorstellen. Beide Seiten sprechen von einer guten Atmosphäre, aber mit festen Positionen. Wir blocken nicht, sondern wir gehen aus von einer sehr, sehr schwierigen Finanzlage bei Bund, Ländern und Gemeinden. Die wird eher schlechter als besser. Das wissen auch die Gewerkschaften. Andererseits wissen wir, dass die Gewerkschaften natürlich in einem Geflecht von Tarifverträgen verhandeln, das deutlich über 3 gelegen hat. Mindestens 3% mehr Lohn und Gehalt fordert die Gewerkschaft Verdi. Die Arbeitgeber bieten in 2 Stufen 0,9 und 1,2%. Dennoch Optimismus. Die Frage der Erhöhung der Löhne und Vergütungen im Westen sowie die Frage der Ostangleichung sind im Gespräch und können auch wahrscheinlich einer Lösung zugeführt werden. Bis in die Nacht wird heute in Kleingruppen noch verhandelt. Es sind die vielleicht entscheidenden Gespräche, bevor die Schlichter ihre Lösung vorschlagen. In der Diskussion um das Gesundheitswesen rückt nun auch eine Kooperation von gesetzlichen Krankenkassen mit privaten Versicherern in den Blickpunkt. So hat sich die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Scheich-Walch dafür ausgesprochen, dass die gesetzlichen Kassen künftig medizinische Zusatzleistungen versichern können. Als Beispiele nannte sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die privaten Sterbegeldversicherungen oder die Absicherung von Krankheiten auf Auslandsreisen. Eine Verschärfung der Zuzugsbedingungen für Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion will der niedersächsische Innenminister Bartling erreichen. Die Bestimmungen des neuen Zuwanderungsgesetzes gingen ihm noch nicht weit genug, sagte der SPD-Politiker. Auf Kritik stieß er mit dieser Forderung in den eigenen Reihen und bei der Union. In der früheren UdSSR seien die Lebensbedingungen für Deutschstämmige besonders hart gewesen, sagte CDU-CSU-Fraktionsvize Bosbach.
Vor allem aus Russland kommen viele Menschen hierher, die zwar deutsche Wurzeln haben, aber kaum Sprachkenntnisse. Nach der ersten Station in Friedland fassen viele Spätaussiedler hierzulande nur langsam Tritt. Niedersachsen will ihre Anzahl deshalb einerseits begrenzen. Andererseits Gerechtigkeit herstellen zwischen denen, die aus Russland zu uns kommen und denen, die aus anderen ehemaligen Ostblockstaaten zu uns gekommen sind. Die anderen müssen heute nachweisen, dass sie unter ihrer deutschen Volkszugehörigkeit gelitten haben. Die aus Russland müssen das nicht. Dass Russlanddeutsche ohne solche Kurse schon bei der Einreise ausreichend Deutsch sprechen, macht ein neues Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg zur Bedingung. Damit ist die Union zwar einverstanden, die Sonderstellung der Spätaussiedler will sie aber nicht abschaffen. Ich glaube, dass das nicht vertretbar ist, weil wir auch eine besondere politische und historische Verpflichtung gegenüber den deutschen Spätaussiedlern haben. Allerdings dürfen wir dabei auch nicht übersehen, dass es Integrationsprobleme in diesem Personenkreis gibt, die sich nicht wesentlich von den Integrationsproblemen bei der Zuwanderung von Ausländern unterscheidet. Egal, woher jemand kommt, soll er sich in Deutschland künftig besser zurechtfinden. Vielen Aussiedlern fällt das besonders schwer, denn es kommen andere Aussiedler zu uns als in den früheren Jahren. Wir haben heute nur noch ein Viertel der zu uns kommenden Spätaussiedler, die deutschstämmig sind. Drei Viertel sind Familienangehöriger nicht deutscher Herkunft. Über Friedland hat Niedersachsen sehr viele Aussiedler aufgenommen. Dort ist Wahlkampf. Und solange um das Zuwanderungsgesetz noch gestritten wird, schauen viele Politiker besonders auf diese Menschen. Kurz vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP hat Fraktionschef Gerhardt eine Rückbesinnung auf liberale Werte angemahnt. Die Freien Demokraten müssten wieder als klassische FDP in Alternative zu SPD und CDU treten, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Zugleich stellte sich Gerhardt hinter Parteichef Westerwelle. Dieser bleibe, ungeachtet der Möllemann-Affäre und des enttäuschenden Ausgangs der Bundestagswahl, FDP-Vorsitzender. In Caracas sind neue Massenproteste der Opposition gewaltsam von der Polizei aufgelöst worden. Zehntausende Menschen waren auf die Straße gegangen und forderten den Rücktritt von Präsident Chávez. Die Polizei ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Die Menge hatte die Freilassung eines regimekritischen Generals verlangt, der vor 4 Tagen festgenommen worden war. Die schweren Unruhen in der Hauptstadt Venezuelas halten bereits seit 5 Wochen an. US-Manöver in Kuwait. Mehrere tausend amerikanische Soldaten bereiten sich in unmittelbarer Nähe der irakischen Grenze auf einen möglichen Krieg vor. Die heute veröffentlichten Bilder zeigen die Truppen beim simulierten Wüstenkampf. Dabei üben die Soldaten auch das Verhalten bei Angriffen mit chemischen Kampfstoffen. Bisher haben die USA mehr als 50.000 Soldaten in der Golfregion zusammengezogen. Auch 800 in Deutschland stationierte US-Spezialisten aus Pionier- und Aufklärungseinheiten sollen demnächst dorthin verlegt werden. Die israelische Armee hat einen Häftlingsaufstand in einem Lager nördlich von Jerusalem niedergeschlagen. Die Soldaten gingen mit Tränengas gegen die palästinensischen Insassen vor, die bessere Haftbedingungen gefordert hatten. Mindestens 40 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben israelischer Menschenrechtler werden derzeit mehr als 1000 Palästinenser wegen Terrorismusverdachts in Internierungslagern festgehalten. So viele wie nie zuvor. Auf der süditalienischen Vulkaninsel Stromboli haben sich erneut Erdmassen gelöst und sind ins Meer gestürzt. Eine von der Bevölkerung befürchtete Flutwelle blieb allerdings aus. Die meisten der 450 Bewohner Strombolis mussten bereits am Dienstag die Insel verlassen. Experten befürchten, der Vulkan könne ausbrechen. Sie haben nur 200 Meter unter dem Hauptkrater einen Magmaherd gefunden.